Hey Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich bin in Gorunia, denn hier gibt es noch zwei Dinge, die wir auf jeden Fall erledigen müssen. Zum einen steht hier dieser Dude und er sucht seinen Bruder. Mein kleiner Bruder, dieser Kreidekopf kommt einfach nicht nach Hause. Ich frage mich, was er sich dabei denkt. Bro? Mein liebes Bruder hat Gonguro natürlich. Er hat irgendwas von einem Geheimnis der Helden gelabert und ausbuddeln und so und... Ach, wo wollte er hin? Er müsste zum Maru-Tunnel südwestlich des Maru-Teichs gegangen sein. Die Mine dort wurde ewig wegen einer harten Felsschicht aufgegeben. Was sollen die Träumereien? Er sollte besser in die Realität bleiben und einer ehrlichen Arbeit nachgehen. Nein, 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 nein. Träume aufgeben und dem Standard nachlaufen. Ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Ich supporte den Bruder bei allem, was er tut. Was geht bei dir? Dieses Haus gehört Brohan, dem Meisterhandwerker. Kann ich dir helfen? Naja, Meister Brohan ist ein genialer Schmied, der die alten Künste weiterführt. Er ist unglaublich streng zu sich und auch zu allen anderen. Als Teil meines Trainings soll ich die Magmaroks irgendwas... Aber den Magmarok am Darunia-See erreiche ich einfach nicht. Aber wenn da jemand anders hinkäme. Den habe ich schon erledigt. Den habe ich im letzten Part schon erledigt. Was? Du hast den Magmarok besiegt. Darf ich dir 100 Rubine geben? Darf ich sagen, ich weiß, wenn ich dir 100 Rubine gebe? Wenn ich sage nein? Ah, okay, wir müssen 100 Rubine nehmen, alles klar. Ach komm, passt schon. Was soll's. Vielleicht, wenn wir dem Meister es irgendwie selber gezahlt, erzählt hätten, hätten wir vielleicht mehr bekommen oder so, aber was soll's. Wir tun dem Typen doch gerne einen Gefallen. Wir haben den Magmarok ja sowieso besiegt. Lol, Alter, was machst du denn hier? Oh, ein bisschen früh, um zu flirten, oder? Oh, das ist nicht schlimm. Wer bist du? Ich bin Ramella und ich komme aus der Gerudo-Region. Ich bin wegen den Juwelen hergekommen, die es hier in Gorunia gibt. Die Eruption am Vulkan haben endlich aufgehört. Und jetzt kann ich mich endlich mal nach Juwelen umsehen. Hast du ein bisschen Amber? Ich weiß gar nicht, was Amber ist. 10 Amber will sie. Ich glaube aber, ich habe 10 Amber. 100 Rubine. Okay, ich glaube, Amber ist Bernstein. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Oh, wir haben 500 gerade bekommen. I need to... Ja, warte mal. Warum labert ihr auf Englisch? 20 Toppers? Für 500 Rubine. Ja, her damit! Hä, wir kriegen 2000? Ach, weil ich dir mal alles gebe, was ich habe. Oder was? Okay, warum kriege ich jetzt schon... Ich kriege viel mehr Cash, als die sagt. Okay, jetzt habe ich nicht mehr alles. Will die jetzt was anderes haben? 2 Diamanten. 5000? Was geht hier ab? Ach, weil ich glaube, ich verkaufe dir mal alles auf einmal. Kann das sein? Okay, wir haben 10.000 Rubine. Wahrscheinlich habe ich jetzt keine Erze mehr. Aber wir haben 10.000 Rubine. Wo sind denn meine Erze? Da oben. Ja, okay, ich habe nur noch 4 Diamanten. Ich glaube, ich hatte bestimmt irgendwie 13 oder 14 oder so. Genau, hier. Ich glaube, das sind die Toppers. Genau, da habe ich auch nur noch 6. Und Bernstein habe ich, glaube ich, gar keins mehr. Ah, doch, hier habe ich auch noch. Ah, verdammt, warum willst du Toppers haben? Ich hab fast alles andere. Na, ah, okay, sie will 20 Toppers haben. Alles klar, aber wir haben 10.000 Rubine. Wir haben 10.000 einfach. Hey, was geht, Mann? So, ja, bla bla bla, ich habe euch geholfen und so. Und das Biest ist wieder friedlich und so weiter. Und, da ist eine Kiste in seinem Haus und die können wir mitnehmen. Sehr schön. Dann hätten wir auch die Quest des Feuer-Titans Varudania abgeschlossen. Ich habe, by the way, die ganze Zeit Varuta gesagt, ne? Ich bin retarded. Das ist die ganze Zeit Varudania. Wahrscheinlich steht es 8000 Mal in den Kommentaren drin. Der Bergspalter. Jawohl, aber dafür habe ich keinen Platz. Aber ich habe dafür eine andere Zweihandwaffe, die ich rauskicken kann, oder? Ja, hier, komm. Wer braucht denn hier den Steinspalter, wenn er den Bergspalter haben kann? Nice. Ja, gut. Dann können wir jetzt aber quasi wieder uns zurück bewegen. Ich weiß gar nicht, was der schnellste Weg hier ist. Da, wenn ich mich hier hin porte, komme ich am schnellsten zu dem Bro, der eben in der Höhle sozusagen da gebuddelt hat. Den haben wir beim letzten Mal schon gesehen, aber da war die Quest noch nicht aktiviert. Da wussten wir noch nicht, was das für ein Gorun ist und aus welchem Grund er da buddelt und alles drum und dran. Aber jetzt sind wir klüger und jetzt schaffen wir das. Jetzt bin ich guter Dinge. Ja, ich würde auch wieder vorschlagen, dass wir heute wieder ein bisschen durch meine Videospielhistorie gehen und ich habe wieder meine... Was geht jetzt ab? Link. Was erzählst du mir jetzt?
Ich habe jeden Schritt deiner Reise verfolgt. Du hast wahrlich Großes vollbracht. Ruta und Rudania, Medo und Naboris. Es ist dir gelungen, alle Titanen zu erlösen. Ja, ich bin geil. Doch, so stark du nun auch bist, in dir schlummern noch weit größere Kräfte. Begib dich zum Schrein. Ah, da geht der DLC los. Und setze den Shika-Stein dort in das Podest ein. Da geht der DLC los. Mhm. Die Ballade der Recken, das ist der zweite DLC. Ich glaube, der erste DLC hat ja quasi diese Schwertprüfung, glaube ich, mitgebracht. Und der zweite DLC war dann der Story-lastigere. Cool. Ja, werden wir dann bei Gelegenheit auf jeden Fall auch noch machen, weil wir da auch noch das Master Cycle, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es heißt. Ja, auf jeden Fall das Motorrad kriegen wir da, was wir auf jeden Fall auch noch sehr gut gebrauchen können. Sehr, sehr, sehr schön. So wünsche ich mir das. Das ist nice. So, uns steht langsam wirklich viel in diesem Spiel zur Verfügung an Content. Und da sieht man auch einfach mal wieder, sag ich mal, wie weit wir schon gekommen sind. Also es fühlt sich immer noch nicht so an, aber man muss sich das ja auch mal vorstellen. Ich weiß gar nicht, wann die Reihe, irgendwann Anfang des Jahres ging halt einfach dieses Projekt hier los. Wir sind jetzt einfach Mitte September. Und ja, sind einfach immer noch hier unterwegs. Also klar, mit Pausen und so weiter, Last of Us 2 und Origami King waren einfach zwei Spiele-Releases, die natürlich dieses Projekt auch ein bisschen verzögert haben. Aber trotzdem ist es echt crazy. Echt crazy, was in der Zeit alles passiert ist, wie sich alles verändert hat. Es hat sich wirklich viel verändert. Ich glaube, in der letzten Folge werde ich mal drüber reden, wie mein Mindset am Anfang der ersten Folge war und dann, wie sich das alles geändert hat. Ich kann nicht mehr. Hinter diesen Felsen ist irgendwo ein Geheimnis. Ich habe mir vorgenommen, es zu finden, um zu beweisen, dass ich ein starker Gorone bin, aber jetzt bin ich so hungrig, dass ich nicht weiterarbeiten kann. Bruder, jetzt verstehe ich dich endlich. Du hast nur getan, was du tun musstest. Ich habe eine Bitte an dich als dein Bruder, hilf ihm. Geh einfach hier den Hügel runter, dort sind Specksteinklippen, wo es das beste Felsenfilet gibt. Bitte bring mir ein saftiges Stück. Ich würde ja selbst gehen, aber meine Schaufelschulter bringt mich um heute. Goron, Volkskrankheit Nummer 1. Ich bitte dich, das machst du, oder? Natürlich machen wir das. Und es müsste auch recht simpel sein, auf dem Weg sind halt einfach nur ein paar Moblins. Die wir jetzt aber einfach quasi auf dem Weg nach unten einfach kurz wegzünden, ne? Und dann können wir quasi mit dem Felsensteinfilet, wie auch immer das hieß, einfach quasi ganz entspannt nach oben laufen. Und dann haben wir hier gar keine Probleme mehr. Na, mach ich gar keine großen Faxen. So, mein Freund, grüß Gott. In deinen Schädel. Und nochmal in deinen Schädel. Sehr schön. An den könnte ich mich theoretisch ranschleichen, wenn ich wollen würde. Will ich aber, glaube ich, nicht. Wir jagen einfach so die Pfeile in den Bogen. In den Kopf. So. Tschüss! Very nice. Oh, schau mal, Feuerpfeile droppt der. Sehr geil. War es das schon an Gegnern? Da kommen noch irgendwelche Felsen runter. Diesen Feuerschleim ziemlich auch einfach noch weg. Einfach damit es weg ist. Ah, und das sieht mir nach dem angesprochenen Felsensteinfilet aus. Ah, das war so eine Echse. Die hätte ich theoretisch mitnehmen können. Ja, aber nachdem wir... Oh, lol. Die respawnen, sobald ich hier... Ja, die respawnen, sobald ich mir hier so ein Filet hochhebe. Ich gette schon, was hier passiert. Ich kapiere schon, was hier passiert. Ja, ja, Spiel. So haben wir nicht gewettet. So haben wir nicht gewettet, aber ist in Ordnung. Das kriegen wir hin. Ich bin ein begnadeter Bogenschütze. Die sniffen mich jetzt. Ich muss nur noch irgendwie treffen. Das war ein Herder. Uff, Alter, wie viele Felsen hier einfach runterkommen. Das war ein Headshot, sehr schön. Wenn die Pfeile in meinem Schädel einschlagen, dann gehen die beinahe komplett down. Und der weiß einfach nicht, wo vorne und hinten ist. So, jetzt steht er noch einmal auf und dann war es das mit ihm. Was? Warum bist du hier drüben? Sehr schön. So. Das ist doch eine gute Sache. Wo ist mein Filet da? Ich muss dem Goron das Filet bringen. Damit der Dude hier mir den Schrein aufhackt. Muss man ja schon fast sagen. Damit er mir den Schrein aufhackt. Damit ich da rankomme. Das ist nur zu eurem Besten. Ich will nur das Beste für Hyrule. Oder so. Nein, Spaß. Aber ich habe GameCube-Spiele neben mir liegen, über die ich mit euch reden will. An manche habe ich mehr Erinnerungen, an manche weniger. Hallo, mein Freund.
Und einige habe ich auch noch gar nicht gespielt, weil es mittlerweile einfach wirklich einige Spiele in meiner Spielebibliothek gibt, die ja erst durch euch dazu gekommen sind. Also ich muss euch wirklich danken. Einige von euch sind wirklich sehr, sehr großzügig, wenn es darum geht, mir mehr Spiele zu schicken. Und so zum Beispiel auch das erste Game, was hier oben auf meinem Stapel liegt, nämlich Star Fox Adventures. Auch das wurde mir im Nachhinein noch zugeschickt. Also quasi als ich glaube, als die Switch schon draußen war. Also irgendwann im Laufe meiner YouTube-Karriere, ne? Also Wii U war das schon lange auf dem Markt. Und was geht jetzt ab? Holy shit, Alter, wo kommen denn die her? Was ist denn mit euch los? Wo kommt dieser Felsen her? Ja, ich habe davon nur teilweise in Let's Play gesehen. Und das Game hat halt einfach ein Problem. Und das Problem ist, dass ich zuvor Star Fox Assault gespielt habe. Weil das ist ja so ein bisschen die Problematik der ganzen Star Fox-Reihe, dass sie irgendwie von Spiel zu Spiel ändern sich teilweise die kompletten Spielprinzipien. Und jeder Spieler hat sich halt an ein Spielprinzip gewöhnt oder findet eines der Spielprinzipien besonders nice, was ihm sehr, sehr gut gefällt. Und bei mir ist es eben dieses sehr Shooter-Action-Arcade-lastige, was sozusagen Star Fox Assault mit sich gebracht hat. Auch wenn Star Fox Assault quasi erst nach Adventures rausgekommen ist. Also Adventures war der erste GameCube-Teil und erst im Anschluss kam dann Assault raus. Ich weiß es auch gar nicht, ob die sich quasi groß unterscheiden. Ich schaue mir mal die Spiele an. Haben die unterschiedliche Publisher? Ja, Star Fox Adventures wurde von Rare gemacht. Und Star Fox Assault wurde von Bandai Namco gemacht. Und Star Fox Adventures merkt man auch an, dass es von Rare ist. Weil es einfach diesen Entdeckungscharakter hat. Das ist eher so ein Puzzle-Entdeckungs-Adventure. Und Star Fox Assault ist eher so ein Action-Adventure-Shooter-mäßig, so in die Richtung. Und das sind halt zwei komplett unterschiedliche Spielprinzipien. Und mir gefällt halt quasi der Assault-Stil besser. Ich müsste, glaube ich, trotzdem mal Adventures spielen. Weil man auch einfach neuen Spielprinzipien quasi immer eine Chance geben sollte und man die nicht einfach so abhaken sollte, ohne sich groß Gedanken drüber zu machen. Aber ich habe halt Star Fox Assault so krass in mein Herz geschlossen. Das ist so ein bisschen wie mit Mario 64. So, alle anderen 3D-Marios sind grandios. Ich habe so viel Odyssey gespielt, ne? Und auch, egal ob jetzt Sunshine oder Galaxy, das sind alles kranke Spiele, die ich alle gut finde. Trotzdem hat sich halt einfach Mario 64 so krass in meinen Schädel gebrannt und halt auch das Spiel bringt so viel Nostalgie-Erfahrung mit, dass das halt für mich einfach, egal wie gut ein Spiel ist, nicht mehr ablösbar ist. So, es gibt einfach ein paar Slots im Schädel eines jeden Gamers für die besten Games aller Zeiten, für ihn persönlich. Und die sind halt teilweise einfach belegt. So, da ist einfach irgendwann so Feierabend, sag ich mal. So, das ist, manchmal sind so Plätze einfach voll. Oh, shit. Alter. Holy mo. Oh, my fucking God. Da hat es nicht weggezündet. Hätte auch einfach mein Magnetmodul hier nehmen können, dann wäre es gar kein Problem gewesen. Aber aus mir unbekannten Gründen habe ich das nicht getan. So. Dann werfe ich die hier mal. Zur Seite. Gott verdammt. Ja, aber wie gesagt, also Star Fox Adventures habe ich erst im Nachhinein geschickt bekommen, habe ich nicht selber gekauft, beziehungsweise geschenkt bekommen von meinen Eltern. Kenne ich nur aus einem Let's Play. Ich glaube, ich weiß gar nicht, von wem das war. Es war nicht von Domi. Es war von irgendeinem anderen YouTuber. Ich weiß nicht mehr genau welcher. Aber das Let's Play hatte mir damals nicht so gut gefallen, weil es irgendwie nicht so unterhaltsam gestaltet war. Und deswegen, ich müsste es wahrscheinlich selber spielen. Ich müsste es selber spielen, um mir selber ein besseres Bild davon zu machen. Ich meine, würde sich auf jeden Fall auch, holy shit, kommen da viele Rubine. Würde sich wahrscheinlich auch super als zweit... Oh, nee. Aber ich lebe noch. Würde sich wahrscheinlich auch super als Zweitkanalprojekt anbieten. Aber ich glaube, das Game ist auch gar nicht so kurz. Und das ist halt immer so eine Frage. So, willst du ein Spiel starten, was du verhältnismäßig lange an der Backe hast und was das Potenzial hat, dir nicht zu gefallen? So, das ist so... Ah, das ist als Let's Player immer eine ziemliche Zwickmühle, weil du dann einfach nicht weißt, soll ich es jetzt machen, soll ich es nicht machen? Und vor allem, wenn ich es anfange, will ich es ja auch nicht abbrechen, weil dann hat das Projekt Fans und die wollen das zu Ende sehen, aber wenn du selber keinen Spaß mehr hast, so, ist es so, aha. Und deswegen bin ich mir eigentlich immer gern, zumindest ich möchte das Bauchgefühl haben, dass mir ein Spiel gefällt. Zum Beispiel Life is Strange habe ich ja auch nie gespielt, bevor ich es hier auf dem Kanal gebracht hatte, aber da war mir schon klar, okay, ich kenne das Spielprinzip und auch wenn es vielleicht nicht 100% ist das, was ich möchte, viele lieben das, es hat eine emotionale Story, das wird mir auf jeden Fall gefallen und an dem Projekt werde ich lange Zeit Spaß haben. Und das ist halt jetzt bei so einem Star Fox Adventures zum Beispiel, habe ich dieses Gefühl jetzt nicht so 100%, denn es ist so, ach, ja, schwierig.
aber ich habe neben mir jetzt hier ein nächstes Game liegen. Und was soll ich sagen? Wenn Star Fox Assault nicht gekommen wäre, wäre das mein liebstes GameCube-Game. Super Mario Sunshine. Holy shit, bist du ein gutes Spiel. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Klar, jedes 3D-Mario hat irgendwie seine Schwächen. Aber Mario Sunshine ist selten, dass ein Spiel so krass vibet wie Mario Sunshine. Die Grafik, die Musik, die alles, alles. Es ist, dieses Spiel löst einfach nur pure Glücksgefühle beim Spielen aus. Und die Glücksgefühle und der Vibe sind so gut, dass du über die paar Schwächen, die das Spiel hat, ne, manche Missionen, vielleicht ein bisschen buggy an der einen oder anderen Stelle und auch über die blauen Münzen kann man sich streiten, zumindest über die Art und Weise, wie die blauen Münzen eingebaut wurden. Aber trotzdem. Also du musst ja nicht auf 100% gehen, aber dieses Spiel hat Welten und Soundtracks und alles und es ist insane. Also wirklich, Mario Sunshine, einfach nur nice. Das ist auf jeden Fall, das ist das Mario, na obwohl, oh, es ist schwer zu sagen, ob es das Mario mit der besten Atmosphäre ist, war in Mario Galaxy auch eine crazy, mit der in sich stimmigsten Atmosphäre. Können wir es so nennen? Weil einfach in jeder Welt dieses Urlaubsfeeling so gut rüberkommt und auch so diese unterschiedlichen Aspekte des Urlaubsfeelings. So, du hast den Park, das ist dann eher so dieser Action-Urlaub mit guter Laune und allem drum und dran. Du hast den Strand, dann hast du auch irgendwie so die erste Welt, die so ein bisschen so Richtung, ja, wie soll ich sagen, die fühlt sich so ein bisschen nach, wie nennt man das? Halt so, gib mir schon das Wort, Guys. Bergig, so Urlaub in den Alpen. Ich weiß, es ist ein bisschen weird, aber man hat ein Dorf und eine Mühle und ein bisschen Gebirge, ein schöner See, viel Gras und so weiter. Das ist halt für mich so ein bisschen Alpenurlaub. Dann hast du halt auch irgendwo Ricohaber, ne, den Hafen, wo du so ein bisschen, ja, wenn du in Venedig dann durch den Hafen schlenderst oder so, oder auch Hamburg oder so, vielleicht, ne, oben so eine Hafenstadt, wenn du da so unterwegs bist, dann hast du auch diese Welt oben ich bin nicht gut mit dem Namen der Sunshine Walten. Halt quasi die letzte Welt oben auf dem Torbogen, wo es dann auch häufig Nacht ist und dann einfach so diese schöne warme Abendatmosphäre hast und alles halt untermalt mit wunderschönen Soundtracks. Ist so, oh mein Gott. Dieses Game, Leute, dieses Game, es ist unfassbar. Ich hab's euch ja schon erzählt im letzten Part, dass dieses Game, dass ich das wirklich sehr genossen habe. Das war einer der persönlichen Launch-Titel für mich. Das waren neben Cars die ersten beiden Games, die ich zu meiner eigenen GameCube bekommen habe. Und gerade natürlich auch ich hatte sehr, sehr viel Spaß dran. Ich habe deutlich mehr Sunshine als Cars gespielt damals. Und dann auch gerade noch mit dem Punkt dann irgendwann, hey Hübi, oder hey mein Sohn, hat dann mein Dad wohl eher gesagt, wenn du alle deine Games durchzockst, dann kriegst du Star Fox Assault. Und dann habe ich natürlich dieses Game noch umso weiter gesuchtet, aber trotzdem, ich hatte wirklich enorm viel Spaß an dem Game. Das ist Mario Sunshine, gute Erinnerung, wirklich. Und einfach nur ein sehr empfehlenswertes Spiel. Jetzt mit der 3D-Collection, die kommt, könnt ihr es zocken, sogar in 16:9. Welch interessante Verbesserung. Nein, aber sollte man sich auf jeden Fall angucken. Das ist wirklich pure Liebe. Und ich bin froh, dass ich immerhin so einigermaßen die Speedrun-Route im Schädel habe. Ich meine, ich müsste noch viel mehr zocken, um mich auch wirklich als Speedrunner zu bezeichnen. Aber wir wissen immerhin schon, wie wir das Spiel in unter 6 Stunden zu 100% durchspielen. Und gerade in so einem Game, wo die blauen Münzen teilweise wirklich, ich will ja von fast sagen, unfair verteilt sind, ist es ja schon eine Leistung, das in so einer Zeit durchzuspielen. Weil das ist so ein bisschen der größte Kritikpunkt an dem Game, würde ich sagen. Also wie gesagt, Atmosphäre, Musik, Schwierigkeitsgrad, Vibe, alles krass. Und auch die Tatsache, dass man blaue Münzen sammeln muss, um Shines zu bekommen, finde ich auch sehr gut. Das, was mich nur so sehr stresst, ist die Tatsache, dass man manche blauen Münzen nur in spezifischen Missionen erhält. Und das ist das, was ich nicht kapiere. Also du musst halt in manchen Welten speziell in Mission 5 gehen, weil du nur in Mission 5 diese blaue Münze bekommst. Und das suckt. So, weil, wie willst du da drauf kommen? So theoretisch, um blind jede blaue Münze zu finden, ne, musst du in jede der 8 Missionen pro Welt gehen und in jede der 8 Missionen quasi die ganze Welt absuchen, um eine Chance darauf zu haben, alle blauen Münzen zu finden. Und das ist das, was mich stört. Wenn sie es wenigstens so gemacht hätten, dass man alle 30 blauen Münzen pro Welt in jeder Mission bekommen könnte, dann wäre eigentlich alles schon wieder cool.
dann gehst du einmal in eine Welt, kannst sie komplett absuchen und du weißt, wenn du einen guten Job beim Suchen machst, dann wirst du alle 30 blauen Münzen finden und damit die Welt zu 100% abschließen können. Aber diese missionsspezifischen blauen Münzen, dass du, wie gesagt, manche blauen Münzen einfach nur in Mission 4 einer Welt bekommst, und da gibt es auch keine Hinweise für oder so, dass, keine Ahnung, das musst du riechen oder so. Das ist das, was es mir ein bisschen versaut. Das ist das Einzige, was ich ein bisschen sehr, sehr schade finde. Ich finde die Kamera, viele sagen, die Kamera in dem Game ist sehr schlecht. Kann ich nicht so unterschreiben. Ich finde das Game, das hat eine komplett 360-Grad-Kamera. Klar, nicht immer, aber du kannst die Kamera an fast allen Punkten so einstellen, wie du willst. Das ist fucking gut. Das ist nicht wie in Mario 64, wo du festgelegt die Kamerawinkel hast, zwischen denen du auswählen kannst, sondern du kannst sie hier free bewegen. Also ich finde es anscheinend sehr gut. Klar, die Steuerung ist ein bisschen schwammig an der einen oder anderen Stelle, gerade wenn es an die Steuerung ohne Dreck weggeht. Das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig, muss man zugeben. Habe ich jetzt auch lang gebraucht. Ich spiele gerade den Haupthack auf dem Kanal gespielt, Mario Sunshine Arcade 2. Da waren ja viele Missionen ohne Dreck weg. Dadurch bin ich ein bisschen besser geworden, aber ich habe auch meinen Struggle, sobald man mir den Dreck wegnimmt. So kann man nicht leugnen. Die Steuerung ist ein bisschen wack, aber... Wie gesagt, ich finde, dieses Spiel hat so viele Stärken, dass es die wenigen Schwächen überdeckt. Meiner Meinung nach. Das Game ist nicht perfekt. Und so sehr ich es auch liebe und so sehr ich es fanboye, kann man über sowas nicht einfach so hinwegsehen. Aber dennoch kann ich das Game einfach nur jedem ans Herz legen. Gerade auch, wenn man es dann im Winter oder so spielt und du dann teilweise wirklich schon, ja, wie soll ich sagen, Urlaubs-Flashbacks bekommst. Weil du einfach nur denkst so, oha, krass, es ist draußen arschkalt. Und ich chill jetzt hier bei mir daheim auf der Couch und zocke einfach so ein Spiel, was super den Urlaubsvibe erzeugt. Das ist schon was ganz, ganz Besonderes, muss man einfach so sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und nachdem viele vielleicht keine Gamecube hatten und dadurch auch nicht die Chance hatten, Mario Sunshine zu spielen, für die freut es mich auf jeden Fall, dass sie es jetzt auf der Switch nachholen können. Wie gesagt, für mich ist aber die 3D Collection ist ein Thema für sich. Wie gesagt, die ist ja für mich komplett useless, gerade als jemand, der jetzt auch noch bald jedes Spiel wenigstens einigermaßen speedrunnen kann, wenn ich jetzt dann irgendwann es hinbekomme, mir Mario Galaxy richtig beizubringen. Aber, ja, zockt es unbedingt. Mario Sunshine. Das Spiel wird viel zu unrecht gehatet. So, wie gesagt, ja, es gibt die eine oder andere Schwäche, aber den vielen negativen Gegenwind, den das Game bekommt, den hat es meiner Meinung nach nicht verdient. Wirklich nicht. Dafür macht es zu viel richtig. Also es wird mir viel zu viel über die negativen Seiten des Spiels geredet und viel zu wenig über die positiven. Aber da könnte man jetzt jedoch ganz tief in die Gesellschaftskritik reingehen, dass Menschen allgemein nur über Negatives reden, egal um was es geht, und positive Sachen immer ganz, ganz leicht ausgeblendet werden und keiner spricht drüber. Aber wie gesagt, das ist eine Thematik für sich. Das sollten wir jetzt vielleicht nicht hier im Rahmen des Super Mario Sunshine bzw. des GameCube Talks auspacken. Aber das nochmal so am Rande, also eine Info nebenbei. Redet über mehr gute Sachen und redet über weniger schlechte Sachen. Immer, always, überall im Leben. Verbannt negative Dinge aus eurem Leben. Seid kritisch, ja, aber vergesst niemals, dass egal was ihr kritisiert, es gibt immer irgendwo ein Fitzelchen was Gutes an etwas. Immer. Und darüber lohnt es sich einfach zu reden. So, das ist das Ding. Gut. Das nächste Game. Oh, okay. Das ist auch etwas, was mir geschickt wurde. Muss ich tatsächlich ganz ehrlich sagen, habe ich noch nicht angefasst. Weiß ich auch nicht, ob ich es irgendwann mal anfassen werde. Ist einfach eine Spieleserie, die bisher in meinem Leben nicht wirklich stattgefunden hat. Es ist Final Fantasy Crystal Chronicles. Ich habe noch nie was mit Final Fantasy anfangen können. Muss ich ehrlich sagen. Habe ich auch geschickt bekommen. Und da fühle ich mich jetzt fast ein bisschen schlecht. Aber ich meine, ich kann ja nicht so garantieren, dass ich jedes Spiel, was mir geschickt wird, direkt anfasse und dass ich zocke und so. Gerade ich als jemand, der sehr, sehr großen Struggle hat, überhaupt allgemein überhaupt irgendwas zu zocken. So, ich muss ja aus allem, was ich zocken will, muss ich ein YouTube-Projekt machen, weil ich ansonsten nicht dazu komme, es zu zocken. Und wie gesagt, die Final Fantasy-Reihe hat noch nie in meinem Leben stattgefunden. Ich weiß nichts darüber. Ich weiß nur, dass es irgendwie eine Serie mit 8 Millionen verschiedenen Teilen gibt und irgendwie alles wird dauernd geremaked. Ich sehe immer, ja, Remake Final Fantasy 7 und jetzt neu Final Fantasy 14 und Final Fantasy Remake HD hier und neues Final... Also ich blicke da null durch. Keinen Schimmer, was in der Final Fantasy-Reihe abgeht. Ich weiß ja nicht, um was es geht. Ist einfach, habe ich keinen Kontakt mit. So, habe ich einfach schlicht und ergreifend keinen Kontakt mit. Und dementsprechend auch einfach keine Meinung dazu. So, that's all.
Hier fließt Lava runter, deswegen hier alles super schwarz und so. Epic, epic, epic. Und auch das nächste Game habe ich nur kurz gezockt. Das habe ich gespielt. Ich weiß auch gar nicht genau, wo das herkommt. Ich glaube, das hat mir mal mein Dad mitgebracht, weil das von einem Kumpel gekriegt hat. Also ich habe es schon mal ein paar Mal gespielt. Das ist kein Spiel, was ich komplett unangetastet gelassen habe. NBA Live 2005. Ich weiß nicht, wie das Game in unserem Besitz gelangt ist. Ich bin kein NBA-Fan oder so. Ich meine, ja, Basketball ist ganz cool, aber ich habe keinen Schimmer jetzt von irgendwelchen professionellen NBA-Teams oder was weiß ich. Und ich hätte mir das Game auch niemals gekauft. Durch irgendwelche Umwege ist dieses Spiel in unseren Besitz gelangt. So, hier sind die Alperdorf-Ruinen. Keinen Schimmer, warum es die gibt. Hier ist nichts. Hier ist legit einfach nichts, außer so ein Gegner. Weiß ich nicht, warum es diesen Ort gibt. Könnte auch auf jeden Fall ein Anwärter für den Ort sein, den ich damals bei meinem 99,8% Spielstand nicht besucht habe. Aber um zu NBA Live zu kommen, war ganz cool. Also ich habe noch, das ist die einzige Basketball-Simulation, die ich jemals gezockt habe. Hat eigentlich echt Spaß gemacht, so ein paar Dunks zu werfen und so weiter auf Knopfdruck. Das hat einem schon ein gutes Gefühl gegeben, aber ich war noch nie ein großer Sportspiel-Fan, muss ich zugeben. Wenn dann sowas wie Mario Smash Football oder so. Das würde ich jetzt aber auch nicht so richtig als Sportspiel bezeichnen, aber... Ich glaube, mehr als 5 Spielstunden habe ich in dem Game wahrscheinlich nicht. Aber wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass irgendjemand Geld dafür ausgegeben hat. Die Verpackung sieht auch sehr, sehr gebraucht aus. Also ich hoffe auch, dass, egal woher dieses Spiel kommt, wenn es von meinem Dad kommt, dass er da kein großes Geld für in die Hand genommen hat. Fühlt man sich mal ein bisschen schlecht. Okay, oh. Aber das nächste Game sieht gut aus. Da habe ich sogar, glaube ich, auf einem meiner ganz, ganz, ganz alten Kanäle, vor dem Kanal Hübi, ein Unboxing zu gemacht. Weil, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam. Ich glaube, ich wollte es damals Let's Playen. Damals hatte ich noch nicht meine Capture-Karte oder sowas. Damals hatte ich nur einen USB-Grabber. Holy shit, Leute, die Qualität von USB-Grabbern ist so gruselig. Die ist so gruselig. Na, aber, es ist dieses hier. Eine Originalversion von The Legend of Zelda The Wind Waker für den GameCube. Bin ich sehr froh, das Game zu besitzen, weil GameCube-Spiele mittlerweile einfach so unmenschlich teuer geworden sind. Und einfach noch eine Originalversion davon zu haben, ist sehr geil. Das ist angeblich auch, ich weiß gar nicht, ob man sieht hier unten, eine limitierte Auflage. Ich weiß, es ist spiegelverkehrt, beinhaltet Bonus-Disc mit 2 Spielen. Da sollte eigentlich noch Ocarina of Time und Master Quest, also der DLC zum Ocarina of Time, dabei sein. Aber bei dem Game, was ich gekauft habe, war irgendwie immer nur eine Disc drin. Ich weiß echt nicht, wo die zweite Disc hätte sein sollen. Ich habe das natürlich auch gebraucht irgendwo gekauft, einfach weil ich es haben wollte. Aber hier ist irgendwie neben der Anleitung und der Disc, die by the way sehr, sehr sexy aussieht, so in Gold, war hier nie was dabei. Keine Ahnung, wo die Bonus-Disc hin ist. Kein Schimmer. Aber ich habe The Legend of Zelda The Wind Waker in einer Original-Gamecube-Fassung. Und da bin ich tatsächlich ein bisschen stolz drauf. Ich habe zwar die Original-Gamecube-Fassung nie durchgespielt. Ich habe Wind Waker nur in der HD-Version auf der Wii U gezockt. Die wirklich sehr, sehr schön war, aber das haben wir ja schon mal in einer der alten Folgen thematisiert, dass ich Wind Waker für ein sehr, sehr, sehr gutes Remake halte. Da gefällt mir wirklich gut. Aber, naja, ne? Ich habe auch das Original und da bin ich tatsächlich sehr, sehr, sehr happy drum. So, wo kommst du jetzt rein? Oh, jetzt rattert mein PC gerade wieder böse. Ich habe Angst, dass der mir gleich wieder um die Ohren fliegt. Ich hoffe nicht. Moment, so, hier rein. Komm schon. Komm. Geh da rein. Sei ein braver Würfel. Nein. Ja. Nein. Oh, das sieht gut aus. Da passt. Schöne Sache. Und da hätten wir auch den Croc. Und damit hätten wir Croc technisch. Achso, ich dachte, mein PC rattert. Das ist draußen ein Rasenmäher. Oh mein Gott. Damit hätten wir alles östlich vom Vulkan abgeschlossen. Das ist nur noch hier ist diese Dorfquest. Die machen wir noch irgendwann. Aber ansonsten, und das hier ist noch eine Quelle der großen Fee, die ich jetzt auch besuchen kann, weil ich 10.000 Rubine habe. Aber ansonsten gibt es hier am Vulkan noch 4 Crocs und dann ist das Vulkangebiet durch. Und dann geht es für uns ganz weit in den Süden. Denn hier ist dann das finale Gebiet, bevor wir zum Inneren von Hyrule gehen. Goddammit. Schöne Folge. Falls ihr gern was zu den Spielen sagt, die wir heute angesprochen haben, gerne in die Kommentare. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Haut rein, euer Hübi.